Okay, schauen wir doch mal, was er für ein Spielchen vorhat. Ja, okay, das ist immer noch zu. Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, wer wohl? Innocent Gift, ja, unschuldig, das schaut sehr unschuldig aus. Sie tickt, aber das Pendel bewegt sich nicht. Da fehlt ja schon wieder die Rose. Afterglow. Ich habe gerade keine Ahnung, was jetzt eigentlich abgeht. Ja, okay, wäre auch jetzt zu einfach gewesen. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade ziemlich dumm an. Ah. Oder? Ah, okay, auch nicht. Ja, was ist denn jetzt los? Was soll ich denn machen? Würdige die Kunst.
Ach, verdammt. Ach, da ploppen die Bilder auf. Oh, du verdammter Mistkerl. Lilly. Das ist Lilly. Der Kerl spielt mit mir. Das ist was Größeres. Okay. Die Schaufel, die gibt mir Sicherheit. Oh oh. Ja, ist schon wieder so ein Türbild. Nein. Verdammt, wo kommen jetzt die her? Mach mal da auf. Wenigstens so ein paar Nägel. So, und was ist jetzt das für ein Bild? Der Möbius-Agent im Foyer des Rathauses. Noch so ein Erfolg. Eingefrorenes Aufstellungsstück. Armer Kerl. Wenn er nicht schon tot war, bevor er von dort runtergeworfen wurde, würde das demnächst spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Noch eins. Aber was hat er vor? In deinem Schrank weiter? Ach ne, ich konnte es einfach aufheben. Okay, wer weiß, wo ich jetzt hinkomme. Eine leichte Gänsehaut jetzt da. Oder mir ist kalt. Der steht halt echt da hinten und fotografiert mich, die dumme Sau. Du kleiner Mistkerl. Diese Bilder, ey. Ist das eine schwarze Suppe? Ausdauer verschwinde ich jetzt da nicht. Naja, doch. Es ist doch jetzt schon wieder die Tür. Der macht mich wahnsinnig. Ah, das ist, wo er das Bild geschossen hat.
Oha. Scheiße, was ist jetzt los? Oh oh. Was sind das für Dinge? Ekelhaft. Lass mich vorbei. Warte, warum zeigen die alle dahinter? Handschriftliche Notiz. Auf einer ausgefallenen Karte steht in unordentlicher Schrift. Zu schön, um ungesehen auf der Straße zu verrotten. Ich musste sie einfach ausstellen. Ich wünschte, ich könnte auch den Ruhm ernten, aber es ist gut zu wissen, dass es hier weitere Künstler außer mir gibt. So, warum wollen die alle da rein? Es ist immer dasselbe Bild. Bin ich wieder da, wo ich das Foto gemacht habe. Ah, ich habe doch gewusst, hinter der Tür ist ein, hinter dem Vorhang war eine Tür. Es ist nie gut, wenn es so viel Ausrüstung gibt. Das muss der Emitter sein. Was ist das? Also gut, los geht's. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Neustartsequenz eingeleitet. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der Ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Oh. Und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Hör auf mit der Scheiße. Verdammter Wichser! Oh, verdammt. Was ist das? Starten meine wunderschöne Oscura. Neustartsequenz eingeleitet. Sequenz in 90 Sekunden abgeschlossen.
Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Nur durchgestartet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Boah, das war knapp. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Bist du ein ekelhaftes Vieh? Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Okay, keine Panik, keine Panik. Also lässt er im Prinzip alle 10 Sekunden das Ding fallen. Oder tut's stoppen. Sequenz in 40 Sekunden abgeschlossen. Das Vieh hin. Sequenz in 20 Sekunden abgeschossen. Sequenz in
10 Sekunden abgeschlossen. Yeah, sehr schön. Killt das dämliche Vieh. Boah. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Ah, jetzt schaut auch wieder alles normal aus. Also hat der echt die komplette Realität hier drin verzerrt. Wie es halt gerade braucht. Aber wie hat er so eine Macht bekommen? Der Typ ist jetzt auch weg, der wo hier in der Luft gehängt ist. Okay, hier ist nix. Na, sehr schön. Heilen gleich. Wer weiß, ob ich hier noch mal herkomme. Da können wir aufmachen, oder? Nicht? Komisch. Okay, da ist auch nichts. Ja, da hätten sie mich durchaus rumlaufen lassen können. Aber dann hätte ich das Zeug vergessen. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lily als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen? Wie ein richtig kranker Scherz. Naja, nach dem, was man bisher mitbekommen hat, wundert es einen halt überhaupt nicht. Statue. Hab ich die vorher schon übersehen oder war die vorher nicht da? Nee, ich glaube, die war vorher nicht hier. Ach halt, nee, das ist der eine Gang. Okay. Der ist auch weg. Okay. Jetzt ist die Frage, was passiert hier? Verdammt. Der Mistkerl hat Lily immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung?
Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb. Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurück... Dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Also gut, die Aufgabe ist klar.